Hier ist Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Heute zeige ich euch einmal ein Problem, wo die meisten, die einen Rasentraktor haben, wahrscheinlich kennen. Ihr habt es jetzt gemäht. Das ganze Gras hängt überall noch im Mähwerk drin, weil es vielleicht noch ein bisschen feucht war. Jetzt kommt es aber nicht gescheit unten rein zum Saubermachen. Wenn ihr die Wasseranschlüsse benutzt, was viele Traktoren haben, was ich eigentlich nicht empfehlen würde, weil dann habt ihr auf 5 Quadratmeter feuchte Grasparts verteilt und ihr könnt ewig alles sauber machen. Und das Wasser ist auch nicht so gut für die Lager. Also deswegen würde ich grundsätzlich die Mäher nicht nass reinigen, weil das für die Lebensdauer schlecht ist und ihr habt so eine Riesensauerei, wo ihr danach halt wieder alles putzen müsst. Also wir haben da eine wesentlich bessere Lösung. Und zwar, das ist der Cliplift von der Firma Oregon. Das ist ein Rasenmäherheber. Das Teil stellt man einfach hin am Boden. Ist praktisch und transportabel. Also das kann man hier so nehmen, da ist ein Griff dran. Kann man hier so eine Wandhalterung dabei, an der Wand wo festdübeln, da man nicht so viel Platz braucht. Und dann kann man es ganz einfach hinfahren, wo man es braucht. In dem Fall werden wir es halt hinter den Traktor platzieren, einfach hinstellen. Pedal, das kann man zum Aufbewahren auch rausnehmen. Da wird bloß hier eingedrückt. Dann kann man es, wie gesagt, hochkant nehmen zur Aufbewahrung. Wird bloß eingesteckt für den Transport, für den Gebrauch. Da habt ihr das Stellrad zum Zylinder auf- und zumachen. Also wichtig ist, wenn es ihn hochpumpen wollt, muss das zugeschraubt sein. Zum Runterlassen, dann schraubt man es wieder auf. Also das zudrehen. Dann hier vorne, da ist eine Stange dabei. Das ist eine Sicherungsstange. Wenn ihr das Mähwerk von unten sauber macht oder die Messer schleifen wollt, dass nichts versehentlich runtergeht. Und es ist auch ein Gurt dabei, wo man das Rad sichern kann, dass jetzt das Gerät nicht wegrutschen kann. Ist alles im Lieferumfang enthalten. Also ihr braucht im Endeffekt bloß hergehen, das Ding auspacken, Pedal reinstecken, zudrehen. Dann nehmt ihr einen Rasentraktor, das geht bis bestimmte Gewichtsklasse maximal, wo man es hernehmen kann. Ansonsten gäbe es auch noch extra Schweren für ganz große Traktoren. Aber in der Regel reicht das für einen Privat- oder kleinen Werkstattbereich aus, was die Hubkraft und Stabilität betrifft. Die technischen Daten findet ihr alle auch auf unserem Shop. Jetzt fahren wir das Teil einmal drüber. Also wie gesagt, die Bremse muss entriegelt sein, dass ihr den Traktor schieben könnt. Und dann braucht ihr bloß einfach mit den Hinterrädern da drüber schieben. Ein bisschen Schwung nehmen. Also das Beste ist normal, man ist zu zweit. So, er ist noch nicht ganz gerade. Also wichtig, er muss natürlich gerade drin stehen. Aber auch drüber fahren, das geht auch. So. Schauen wir nochmal, ob überall ein gescheit drin steht. Das passt. Wichtig ist dann die Bremse reinmachen beim Traktor, die Handbremse. Also je nachdem, was für ein Typ von Traktor ihr habt, Pedal drücken, Handbremse rein und dann ist das fest, das passt dann. Dann würdet ihr am besten ein bisschen hochpumpen, bevor ihr den Gurt drum macht. Also auf die andere Seite gehen. Einfach das Pedal hier betätigen. Und dann pumpt ihr einfach ein bisschen hoch. Weil dann kommt ihr nämlich schöner hin, um den Gurt drum zu machen, damit er nicht wegrutschen kann. Der Gurt ist wie gesagt im Lieferumfang dabei. Das ist ganz einfach. Dann braucht ihr bloß so rumliegen. Durch den Stecker. Schauen, dass er einigermaßen drauf sitzt auf dem Rad. Und unten natürlich unten um den Bügel rumgeht da. Dann einfach hier festziehen gescheit. Einfach anziehen. Der klemmt sich automatisch und wenn man aufmachen möchte, braucht man bloß drücken. Also festziehen. So, jetzt können wir ihn ganz hoch pumpen.
Also da braucht man keinen Kraftaufwand, ist auch ohne Probleme für eine Frau machbar. Also ohne Kraft, ohne Schinden, wie bei so Kurbelgeschichten, wo es da am Markt gibt. Einfach hochpumpen. So, der läuft automatisch da jetzt ganz dran. Der hat zwei Verriegelungsmechanismen. Einmal den Stützbügel hier, den da. Den könnt ihr praktisch einfach hier dann nochmal reinmachen. Hier reinmachen, müssen wir das nochmal ein bisschen höher heben. Na, der wird da praktisch drauf gesteckt. Man kann es auch, wie gesagt, verdübeln, dann steht das Ganze natürlich stabiler. Ich muss jetzt ein bisschen hochheben. Einfach hier praktisch so eingehängt. Das ist bloß eine zusätzliche Absicherung, wenn jetzt da irgendwas undicht wäre und da der Öl verlieren, dass der praktisch nicht abfallen kann, während ihr drunter am Mähwerk irgendwas sauber macht oder die Messer ausbaut zum Schleifen. Und dann hat er drüben noch eine zusätzliche Verriegelung, das zeige ich euch auch noch. Und zwar ist das hier der Sicherheitsbügel. Der rastet da unten ein hier. Seht ihr das? Wenn jetzt das abfallen täte, ich mache jetzt einmal auf, dass man sieht hier, jetzt machen wir da praktisch das Rad einfach auf und jetzt sinkt der nur so weit ab, dass er da abgestützt wird und drüben auf den Träger sitzt. Weiter geht er jetzt auch nicht, auch wenn was wäre. Also da habt ihr eine mehrfache Sicherheit, dass da nichts passieren kann. Zum Rausnehmen von den Stützen muss man es dann wieder hochpumpen. In der Position könnt ihr jetzt praktisch arbeiten. Also da kommt es jetzt wunderbar, seht ihr es, der schick schräg kippt, da läuft da kein Öl oder Benzin aus, solange es nicht Rand voll macht. Wenn jetzt das Mähwerk gereinigt werden will von Gras und Ablagerungen, kann man das wunderbar mit den Lappen oder Bürsten machen. Oder was man auch machen kann, wenn man es in der Werkstatt oder es privat so ausgerüstet ist, mit Druckluft. Also wir in der Werkstatt reinigen das alles mit dem Kompressor, eine starke Druckluftpistole. Da kann man das eigentlich am schönsten sauber machen, weil dann gibt es auch nicht so einen Barz, als wie wenn man das mit Wasser nass machen möchte. Und das ist halt schonender für die Messer und auch für die Lagerungen. Weil da kann halt nichts passieren. Da seht ihr, kommt es da wunderbar ins Mähwerk hin. Ich pumpe jetzt nochmal hoch, dann lasse ich das Ganze wieder ab. Geht also wirklich ganz einfach. Wir pumpen das einfach hoch, dass die Entriegelung praktisch wieder rausnehmen kann. Also erst ist den Stützfuß rausmachen. Hier einfach leicht ankippeln, wenn er oben ist. Stützfuß rausnehmen. Auf der anderen Seite. Hier. Den Bügel braucht man bloß einfach hochheben. Ganz einfach. Und dann könnt ihr einfach da langsam das wieder aufmachen. Bloß nicht zu schnell aufmachen, weil umso weiter, umso schneller sinkt er ab. Also das könnt ihr steuern, wie schnell oder langsam der runtergeht. Einfach wieder runterlassen, bis er ganz unten ist. Fertig. Dann könnt ihr da wieder zudrehen, das Pedal rausnehmen zum Aufbewahren. Und wie gesagt, dann kann man den Traktor wieder rausfahren. Und das Teil zeige ich jetzt noch, kann man einfach rausfahren jetzt wieder. Dann kann man den Traktor rausfahren. Oder halt. Was wir natürlich noch aufmachen müssen, ist der Gurt, sonst geht natürlich nichts. Den habe ich jetzt vergessen gehabt. Also einen Gurt vorher natürlich rausmachen und dann könnt ihr einen Traktor wieder rausschieben oder rausfahren. Es geht beides. Wie gesagt, den Halter kann man einmal am Fuß entweder am Boden festmachen, damit man mehr Orientierung hat. Oder man nimmt zur Wandbefestigung, geht natürlich auch. Da könnt ihr so hochkant nehmen, das Teil irgendwo an die Wand schrauben. Dann kann man es praktisch so hinschrauben an die Wand, nimmt es keinen Platz weg. Ist alles im Lieferumfang enthalten. Das war Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik.
Wir haben auch viele gute Problemlösungen für euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne besuchen oder auch im Internet unter www.grünbeiß-eschbaumer.de. Da stehen auch noch ein Kauf mit Beratung und Service zur Verfügung. Da kriegt ihr Teile bei uns. Wenn jetzt mal nach zig Jahren der Zylinder kaputt wäre, gibt es auch als Ersatzteil. Genau, hat mich gefreut. Wenn es euch gefallen hat, macht es ein Gefällt mir oder dürft mir abonnieren. Ihr hört von mir immer wieder gute Tipps, wird euch euer Leben erleichtern können, alles rund um Forst und Garten. Und wenn euch das Thema Gesundheit interessiert, da findet ihr auf meiner Seite auch noch ein bisschen was. Danke für die Aufmerksamkeit.